Jetzt hier keinen Ärger kriegen von Ihnen. Ich fahre jetzt hier einfach durch, okay? Ist gesperrt wegen mir. Vorsichtig, die Rotorblätter, Vorsicht! Die Rotorblätter, Vorsicht! Und damit hallo, herzlich willkommen einen ja doch sehr regnerischen, wundervollen guten Tag hier zum Euro Truck Simulator. Ich habe jetzt schon mal vorab eine kleine Mission angenommen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu der Firma, wo wir jetzt den Auflieger abholen werden und den nach Hamburg bringen. Kinowatt hatte mich ja so ein bisschen eingeführt. Ich soll ja vieles mal mit meinem eigens gekauften LKW machen, um einfach ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und wenn es geht, auch relativ kurze Strecken. Und das mache ich jetzt auch hier. Ich werde jetzt erst einmal, glaube ich, hier schlafen. Das ist eine gute Idee. Wir haben zwar schon den Auftrag angenommen, aber egal. Wir gehen jetzt erstmal kurz mal schlafen. Ja, das hat der Kinoment mir auch gesagt und hatte mir auch recht gegeben, dass ich, wenn am besten, bevor ich einen Auftrag annehme, schlafen gehe. Weil, ansonsten, ja, geht ja ein bisschen Zeit hier flöten, aber ist jetzt auch vollkommen egal. Schlafen müssen wir jetzt hier, ist jetzt so, wie es ist. So, wo kann ich denn jetzt hier schlafen? Hallo? Steht zum Verkauf. Da könnte ich dann später schlafen. Okay, alles klar. Na gut, dann machen wir jetzt folgendermaßen. Wir holen den Auflieger ab. Machen uns auf den Weg nach Hamburg. Weil Kinowelt meinte auch, es ist nicht so schnell, wenn du zu spät kommst. Man verliert zwar ein bisschen Geld jetzt hier, aber es ist jetzt kein Riesendrama. Deshalb machen wir es einfach so. Wir holen jetzt den Auflieger ab, dann gehen wir unterwegs. Da vorne ist es nämlich auch schon. Dann gehen wir unterwegs nämlich kurz mal uns eine Runde hinlegen und dann fahren wir Richtung Hamburg. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wie lange ich überhaupt Zeit habe. Darauf habe ich zum Beispiel wieder auch nicht geachtet. Manchmal hat man ja wirklich sehr, sehr viel Zeit. Aber okay, ja, das zum einen hat er mir dann geraten und ja, ich wollte halt auch ein bisschen Deutschland jetzt nochmal so ein bisschen hier erforschen. Deswegen, jetzt waren wir gerade in Magdeburg gewesen und dann geht es gleich hier von Magdeburg aus nach Hamburg. So, hier rein, wa? Ein bisschen sehr spät auf der Bremse. Ich fahre auch das erste Mal jetzt hier schön mit Flipflops. So, wo ist er denn? Wo ist denn der Auflieger? Ah, hier, okay. Obwohl, muss ich erstmal da rein vielleicht fahren? Wir fahren erstmal da rein. Was man schon wieder in einer Woche hier alles vergessen kann, aber ich glaube. Ah! So. Aufträge. Eigentlich hatte ich doch den jetzt hier angenommen, den Auftrag. Wenn nicht, nehmen wir ihn einfach nochmal hier an. Hier. Von Magdeburg nach Hamburg. Den nehmen wir mal an. Auftrag annehmen. Ach so, da habe ich nur die ins Navi eingetragen. Ah. So, der Auflieger steht bereit. Mal gucken, welcher das hier näher ist. Ja, warte mal. Ich ziehe mal kurz meine Flipflops aus. Alter, damit kann ich gar nicht fahren. Gar kein Gefühl. So, langsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Ist die Frage, welchen soll ich denn jetzt hier nehmen? Ja, doch, den soll ich hier nehmen. Okay, Tee. Und dann geht's auch los. Aufgesattet ist er. Wir, obwohl, warte mal, so doll müssen wir gar nicht mehr schlafen.
So, wir haben jetzt die Fracht Blumenkohl. Es geht nach Hamburg. Wir sollen zwischen 5.08 Uhr und 9.18 Uhr am Freitag da sein. Wir haben jetzt 2.24 Uhr. Nächste Pause in 5 Stunden 26. Und um, ja, in knapp 7 Stunden sollen wir eigentlich schon wieder dort sein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr knapp. Aber mal gucken, ob wir dann natürlich ein bisschen die Zeit jetzt hier reinkriegen. Ansonsten gehen wir natürlich unterwegs einfach irgendwo schlafen. Das ist es halt nur einmal so. Ist aber auch geil. Er hat mir recht gegeben. Ja, vorm Auftrag. Geh am besten schlafen. Und was mach ich? Ich Nase. Ich such mir gleich noch. Ich hätte jetzt auch wieder schlafen können. Ey, ich bin aber auch ein Heimsel. Gerade wo ich gesagt habe, oh, zum Glück, ich habe ja nur mein Navi hier eingetragen lassen. Ich habe den Auftrag gar nicht angenommen. Was mache ich? Ich gehe nicht schlafen. Naja, okay. Ja, das werden wir halt in den nächsten Folgen erstmal so ein bisschen durchnehmen. Ich will aber mal Richtung Holland auf alle Fälle fahren. Mir das mal so ein bisschen angucken. Ich habe ja hier groß, weit, breitig hier Europa mir gekauft und freigeschaltet. Und das will ich natürlich auch ein bisschen ausnutzen. Ich finde aber, diese Nachteffekte sind heftig, wie dunkel das hier auch wirklich ist. Da ist sehr dunkel. Also wer so fährt, der ist mutig. Ah, sehr schön. Ja, ansonsten, ja, müsst ihr einfach mal gucken, wo es uns hintreibt. Wenn Kinowend mir natürlich immer wieder ein paar Tipps gibt, ist natürlich super. Freut mich immer wieder. Das könnt ihr mir natürlich auch gerne machen. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was man hier am besten beachten kann. Und dann versuche ich das so einigermaßen. Im Grunde genommen, aber für Einsteiger, so wie ich es bin, ist es halt auch relativ einfach, hier erstmal reinzufinden. Sei es die schnellen Aufträge, wo man ja sowieso schon an den jeweiligen Ort, den man sich als Startpunkt nimmt, dann hinswitcht mit dem jeweiligen LKW, den man dann gestattet bekommt, die man zur Verfügung hat. Mit dem eigenen musst du halt dann schon vor Ort sein oder zu diesem jeweiligen Ort manuell hinfahren. Also das ist ja nicht ganz so einfach, deswegen heißt es ja auch nicht schnelle Aufträge, sondern Aufträge. Gut, jetzt hier rechts, dann geht es gleich auf die Autobahn. Und dann gucken wir mal, ob wir denn hier ein bisschen Zeit gut machen können. Ah, die Bremsen sind immer noch ein bisschen sehr heftig eingestellt, muss ich echt mal sagen. Nicht so richtig smooth, das wollte ich eigentlich auch unbedingt mal machen. Oh, Scheibenwischer, okay. Gucken, wie ich den Scheibenwischer gleich auskriege. So, hinter uns kommt einer, aber der ist schon ein bisschen weiter weg. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Oh. Hoppala, das war nicht der Scheibenwischer gewesen. Ich glaube, den habe ich auf den Joystick auch gelegt, wa? Ah? Nee. Üppele. So, gehen wir jetzt hier eigentlich schlafen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was ich jetzt wieder gucken muss, ey, wo hab ich denn schon wieder meine Scheibenwischer gelegt? Auf welcher Taste? Oder habe ich die sogar hier hingelegt? Warte mal. Scheibenwischer, Scheibenwischer, Scheibenwischer. Differential, linker. Scheibenwischer. Kann sein, dass ich ihn sogar hier bei mir gelegt habe. Auf dem Lenkrad. Nein. Warte mal. Ah, das war das Licht gewesen, genau. Ah, hier. Haben wir. So, jetzt müsste aber auch aus sein. Ist er auch sehr schön. Wie dürfen wir eigentlich hier fahren? 90 dürfen wir nur fahren? Ah, nee, wir dürfen nur 80 hier fahren. Okay. Wir mal kurz mal gucken, ob wir denn hier so ein bisschen Zeit gut machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also da ist Hoffnung mal verloren, dass wir da einigermaßen Zeit gut machen können. Also da müssten wir schon richtig doll reinhauen. Was ist denn los? Oh.
Sind wir gemeint? Nee. Gerade ein bisschen Angst gehabt. Werden wir hier von der Polizei mitunter auch angehalten? Nee, oder? Okay, schön erwartet hier. Schwein gehabt. Gut, denn auf alle Fälle der nächste Ort, wo wir schlafen können, also irgendeine Raststätte oder so, dann werden wir mal ein schönes Nickerchen machen. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. So, hoffentlich habe ich jetzt irgendwie hier jetzt den Tempomat drin, aber ich glaube schon, wir rollen sowieso jetzt gerade bergab, von daher alles in Ordnung. Nächste Ausfahrt rechts. Da geht's denn Richtung, ja, Hamburg steht ja da auch, Kassel und Hannover. So, aber in der Folge, jetzt sage ich mal kurz, weil ich ein bisschen still war, weil ich auch gerade so ein bisschen überlegt habe, werden wir natürlich noch ein bis zwei Aufträge annehmen. Ich versuche das wieder hier nur auf 30 bis 40 Minuten wirklich so ein bisschen runterzulassen, nicht allzu sehr in die Länge zu strecken. Das war jetzt in der letzten Folge ganz knapp gewesen. Da ist auch im Übrigen meine Aufnahme ein bisschen abgebrochen, muss ich dazu sagen. Von daher, nicht wundern. Mein Speicher wird hier relativ schnell voll auf dem PC. Ich habe auch eine externe Festplatte. Ich habe ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Bedenken, dass die, wenn die irgendwie vielleicht mal kurz einen Kontakt oder einen Wackelkontakt bekommt, die Aufnahmen nicht abgespeichert werden, ich dann umsonst hier gefahren bin. Das wäre dann echt schlimm. Das würde mich dann dezent ein bisschen nerven. Was haben wir da vorne? Da haben wir eine Tankstelle. Da können wir aber, glaube ich, nicht schlafen. Weil Tankstellen und Schlafplätze werden ja gleich gemessen. Garagen. Auch vielleicht in Sachen Aufrüsten der Fahrzeuge werde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen warten, weil das ist mir ein bisschen zu früh. Und auch da habe ich auch einfach ein bisschen zu wenig Geld. Ich glaube auch, und vielleicht kann mir der Kinoman zum Beispiel einen Tipp geben oder andere bei Eurotruck. Es ist schon nicht jetzt so, dass man jetzt ein paar Fahrten fährt und schon kannst du dir alles leisten. Du bist hier schon viel unterwegs, du bist halt ein Vielfahrer. Apropos Vielfahrer. Er hatte mir auch gesagt, dass ich halt, und das hatten wir aber auch in der letzten Folge so ein bisschen gehabt, gut, Bewertung, Karriereentwicklung, nee, aber es geht auf alle Fälle schon mal sehr gut, Neuling, Enthusiast sind wir auch bald, da gehen wir in die richtige Richtung, Fähigkeiten, genau, dass ich Fernfahrer, glaube ich, aufleveln soll. Bis jetzt habe ich immer alles gleich gehalten, aber ich soll versuchen, auf Fernfahrer zu gehen, weil Fernfahrer folgendes dann bekommen, bei Rang 1, Lieferung bis 350 Kilometer, 5% höhere Vergütung. 350 Kilometer ist nicht allzu viel, bei Rang 2 Lieferung bis zu 550 Kilometer, 10%, bei Rang 3, bei 850 Meter, 15% und bei 1,1000 Kilometer 20% mehr. Das ist natürlich dann jede Menge und verstehe ich auch, warum man mir da den Tipp gegeben hat. Apropos Tipp, kurz mal auf die Karte schauen. Ich habe irgendwie... Ach Mann, so. Oh oh, wo ist denn hier eine Schlafmöglichkeit? Leute, ich muss langsam schlafen. So, da... Ach, da war doch eine Schlafmöglichkeit, die hat er mir nicht angezeigt. Oh, das ist ja gemein. Okay. Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, wir müssen gleich umdrehen. Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwo Schlafmöglichkeiten? Wir sind da bald in Hamburg. Ich glaube nicht, dass wir das so lange durchhalten können. Boah, niemals. Okay, gut, wir machen jetzt folgendes. Wir werden da oben kurz mal umdrehen und dann müssen wir leider wieder zurück zur Tankstelle fahren. Das kriege ich nämlich hin. Das ist ja richtig doof gelaufen. Das ist aber auch hier. Na ja, gut, hier wirst du es vielleicht so ein bisschen sehen.
Gut, dann fahren wir jetzt mal hier gleich rechts raus. Oh, er wurde rausgezogen. Oh, wir sind aber auch ein bisschen sehr schnell an dem vorbei. Ich hätte mich also bei der Ausfahrt so nah an der Ausfahrt gestellt. Mutig, mutig, mutig. So, ich hoffe, wir kommen jetzt hier aber auch irgendwo hier wieder zurück. Ich denke mal hier einmal rum. Und dann da vorne, wir fahren jetzt wahrscheinlich über eine Brücke und unten ist dann die Autobahn. Und da vorne können wir wieder links fahren, dann kommen wir wieder auf die Autobahn zurück. Dann fahren wir wieder zur Tankstelle zurück. Tank ist im Übrigen voll, das ist schon mal sehr gut. Also wenn ich einmal mal ein bisschen festbremse, ist es eigentlich auch gar nicht schlecht. Das ist auch dann relativ smooth, weil dann drückt auch dann die Motorbremse endlich mal so ein bisschen rein. Falls ihr irgendwie mit Lenkrad unterwegs seid, mit Logitech G29, könnt ihr mir vielleicht mal irgendwie raufschreiben, mit welchen Kalibrierungen ihr zum Beispiel fahrt. Gerade auch vielleicht in Sachen Bremse. Ich will so ein bisschen was Smoothes haben. Das heißt, wenn ich so ein bisschen bremse, der auch so wirklich schön peu à peu auf die Bremse geht und nicht so abrupt. Hier muss ich doch ein bisschen doller drücken, damit er mal bremst. Und dann bremst er aber auch sehr, sehr abrupt ab. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Da habe ich noch keine richtige Feinstellung gefunden. Aber macht sich auch ganz gut, wenn man halt mal wirklich mal kurz auf die Bremse drückt. Dann passt das. Ja, wenn ihr aber mal Bock habt, das mache ich auch bei Fernbus, mal irgendwelche Themen haben wollt, über das ich gerne mal reden soll, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Ansonsten fange ich einfach mit dem Thema an. LKWs an sich haben mich ja schon immer fasziniert. Ich habe ja, manche von euch werden es ja schon ein bisschen kennen, Busliebhaber damals gewesen, aber natürlich auch LKW. Alles, was ja in dem Sinne einen Hänger hat. Und ich kann mich doch erinnern, ey, in sämtlichen Spielen damals, sei es auch wirklich bei GTA 4 oder so gewesen, du hast ja überall solche LKWs gehabt, aber ohne richtigen Auflieger und Gelenk. Also in dem Sinne halt alles fest, war halt eigentlich so ein Transporter eher gewesen. Und bei GTA 4 San Andreas war es so gewesen, da hattest du auch einen LKW gehabt mit Auflieger. Und dann habe ich mir den immer geholt und dann bin ich dann wirklich damit gefahren, weil ich habe mich damals schon nach LKW fahren. So, muss ich jetzt hier lang? Ich fahre mal gerade. Warte mal, fahren wir mal hier vorwärts, aber hier links rein. Rechts rein. Ich habe mich schon immer für LKWs fasziniert und immer wollte ich schon irgendwelche Simulatoren hier spielen. Oh, schlafen. Achso. Darf ich jetzt nicht schlafen? Ja. Ich habe bloß jetzt hier kein Schlafsymbol. Ah, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. So, einmal schlafen bitte. Ja. Oh, es ist 14.34 Uhr. Wir haben ein bisschen verschlafen. Kreditratenhöhe. Achso, Kreditratenhöhe haben wir jetzt gezahlt. Okay. Dann geht's wieder los. Auf nach Hamburg. Wir sind taufrisch. Uns geht's gut. Und ja, gut, wir sind dezent zu spät. Wir haben Freitag 14.35 Uhr. Ja, und sind wie gesagt zu spät. Oh, komm, LKW, komm. Muschi, zieh. Wo haben wir die nächste Ausfahrt? Die kommt jetzt hier gleich rechts. Oh, hier sind da Bauarbeiten, über Nacht Bauarbeiten entstanden. Ey, wären die mal bei uns hier in Wirklichkeit so fleißig, das wäre ja was. Achso, und falls ihr irgendwie Bock auf Musik habt oder so, ich habe es ja mittlerweile auch ein bisschen ausgeschaltet, jetzt läuft hier so ein bisschen, ja, diese Bimmel-Bammel-Spielmusik. Aber seitdem habe ich auch keine Probleme mehr mit Werbebloggern und so, beziehungsweise keine Werbeeinnahmen, geschweige denn tatsächlich, dass mein Video komplett gesperrt ist. Auch wenn natürlich ein bisschen was fehlt. Also so ein Trucker sein gehört hat ein bisschen Musik. Wir können es auch versuchen, natürlich ein bisschen so einzustellen, dass man die Musik nicht allzu sehr hört, weil das realisiert TikTok denn. TikTok sage ich schon. YouTube denn nämlich gar nicht. Oh ja, mal rum. Berlin-Magdeburg! Ah, ja, alles gut. Alles gut. Ist passiert. Das war aber knapp gewesen, ey. Das war ein bisschen sehr knapp. So.
Kamsibushi? Soll ein bisschen mit Schwung auf die Autobahn kommen, nicht, dass wir jetzt hier alle aufhalten. Oh, da vorne sind Bauarbeiten, aber an dem fahren wir jetzt hier rechts vorbei, oder was? Ja. Da fahren wir jetzt schön rechts vorbei, die stören uns kein bisschen. Ein bisschen geht die Musik jetzt aber hier auch ein bisschen auf den Senkel, wa? Sorry, ich muss hier irgendwie eine andere Musik reinmachen. Instrumentus Forever, ja, sehr schön. Obwohl, ist auch ganz in Ordnung. Ihr hört wahrscheinlich gar nicht allzu viel davon, denn ist das auch halb so schlimm. So, vorsichtig hinter uns bitte aufpassen, hier ist eine Baustelle. Ich finde das so geil, weil diese zufälligen Szenarien, die hier entstehen, auch mit der Polizei, wo ich ja vorhin noch gedacht habe, die wollen uns jetzt hier aufhalten, halten die uns dann hier auch mitunter auf? Oder auch die Baustellen, wo die Leute sich auch wirklich bewegen. Vorhin die Polizeikontrolle, das war ein bisschen sehr knapp gewesen. Oh, guck mal, was der da transportiert. Ich finde es auch geil, was hier auch die ganzen LKWs alles transportieren. Richtig geil. Er hat, glaube ich, einen Kran hinter sich gehabt. War nur ein bisschen sehr gefährliche Stelle, wo die Polizei da stand. Aber okay, das ist nicht mein Bier. So, jetzt sind wir wieder endgültig auf dem Weg. Noch eine Stunde und 45 Minuten. Also wir sind ungefähr gegen 17.15 Uhr, 17.30 Uhr da. Dann gehen wir da in Hamburg denn die Vari ab. Geben wir auch ein bisschen Gas hier. Auch wenn wir natürlich sowieso jetzt endlos viel Zeit verloren haben. Aber dann nehmen wir noch einen Auftrag in Hamburg an. Und mal gucken, vielleicht können wir uns ja ein bisschen so nach ja, Rostock. Vielleicht gibt es ja auch Benzin. Uns so ein bisschen vorbeischleichen. Vielleicht just in dem Moment, wo die Leute Euro Truck Simulator kennen, sagen sie wahrscheinlich so, Junge, Benzin gibt's nicht. Guter Versuch. Werde ich aber sehen. Für mich ist halt auch alles totales Neuland. Sind wir ja vorhin kurz mal reingefahren, um wieder zurückzufahren. Aber so weit waren wir gar nicht mehr entfernt gewesen. Ich weiß gar nicht, hätten wir das vielleicht nicht auch geschafft, ey, wenn da jetzt nur noch eine Stunde steht? Dann 70 Kilometer sind wir ja schon da. Jetzt haben wir zumindest eine... Oh, Mann! Jetzt nehmen wir alle Kamera, hoppla, alle Kameraperspektiven durch. Ich wollte mal gucken. Jetzt haben wir noch 9 Stunden zum Schlafen. Restzeit gibt es natürlich nicht mehr, weil wir schon über der Zeit sind. Mal gucken, wie viel an Verlust wir natürlich jetzt hier kriegen. Versuche ich mal wieder gut zu machen, beziehungsweise in Sachen Erfahrungspunkte, wenn ich halt mal selber einpacke. Ich wollte gerade sagen, dachte, wär ein Bugatti. Sah ganz kurz so aus, aber ein Seat gewesen, war ein Seat-Verschnitt. Was? Oh, das ist die Polizei. Ah, kann das sein, dass sie es einfach nur so ein bisschen simulieren, die, als wurden wir gerade angehalten und müssten zahlen? Das kann natürlich sein. Da gehe ich dann halt noch ein bisschen auf die Bremse, okay. Bisschen schade, aber wir müssen sowieso hier runter, von daher passt es ganz gut. Also dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass wirklich dann die Polizei das simuliert so ein bisschen, dass sie uns gerade aufgehalten haben oder dass sie uns gerade angehalten haben. Wir mussten zahlen und dann fahren wir los und die fahren nochmal von hinten an uns vorbei. So einfach mit doch mal einen Fingerzeig. Junge, beim nächsten Mal machst du da bitte nicht. Bist du den Führerschein los? Jetzt ist der große LKW-Traum aber auch vorbei. Auch ein bisschen sehr schnell. Eine Bahn? Da oben war eine Bahn gewesen. Mach, hoppala. So, jetzt hier rechts rein.
dann sind wir auch gleich da. Noch 19 Kilometer. Spieldistanz. Hoppala. Spielzeit wäre nur noch 25 Minuten. War natürlich jetzt hier wieder richtig super. Ey, muss ich auch wirklich. Erst nach zwei Wochen, wenn man wieder so einen Fernbus-Simulator gefahren ist, ist dann wieder so eine kleine Umgewöhnung. Guck mal, aber das meine ich, wie abrupt der halt denn schon bremst. Das ist dann schon ein bisschen sehr krass. Und deswegen, da will ich irgendwie was Smoothes irgendwie finden von der Einstellung. Hamburg, wir sind da. Herrlich. Ah. Guck mal, ein Bild für Götter. Aber wirklich. Na, willst du jetzt hier ein Wettrennen machen oder was? Oh, kein Wettrennen. Ah. Hamburg. Unfallverursacher. Oh. Scheiße. Wäre uns einer gewesen, ja? Noch einmal hier rum. Da kann ich aber auch nichts dafür. Na gut, ich kann schon ein bisschen was dafür. Ich kann natürlich auch mal hier so ein bisschen gucken. Aber jetzt bleiben wir auf der linken Spur, weil wir da vorne links abbiegen müssen. Die Hansestadt. Herzlich willkommen. Oh, in Hamburg. Siehst du, was ich meine? Da ist dann schon wieder so ein bisschen sehr krass, wie doll der denn hier bremst. Oh, guck mal, hier einen richtig schönen Bagger hinten dran. Ja, Hauptsache, ich mache jetzt hier wirklich mega viele Fotos. Ah, ich bin ja auch eine Nase, ey. So, jetzt muss man, glaube ich, hier links abbiegen. Jo. Was? Ach, scheiße, aber auch, ey. Habe ich rot am... Heute bin ich aber verhuscht, ey. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt... Ist das mein viertes Video? Kam heute von der Frühschicht und irgendwie, ja, ist bei mir immer ein bisschen problematisch. Das erste Spiel, was ich dann wieder mit Lenkrad spiele, ist dann immer wieder ein bisschen sehr schwierig. So, wenn wir aber die Ware abgeliefert haben, dann will ich noch mal ganz kurz auf das Bremsverhalten noch mal schauen. Die Musik entspannt mich aber so ein bisschen. Ich höre die so ein bisschen Hintergrund. Ihr wahrscheinlich nicht gerade auch nicht, wenn ich hier quatsche. Rechts kommt keiner. So, ist es nicht so bald. So, dann sind wir auch schon da mit ein bisschen Verspätung. Es gab 10 Stunden. Auch schön. Okay. Au, oh, noch rückwärts wahrscheinlich denn. So, ich bin da. Ein bisschen spät, aber ansonsten alles in Ordnung. Wo willst du denn hinstehen haben? So, Erfahrungspunkte hier sammeln. Da! Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Kriege ich hin. Oh, er war ja schon fast gar nicht so schlecht. So. Oder? Nein. Ich bin ein bisschen falsch. Ich bin mega falsch.
So. Ich glaube, ich bin richtig doll falscher. Oh ja. Falscher kann man gar nicht sein. Oh, scheiße, aber auch. So. Kriegen wir aber hin. Ja. Ja, und jetzt einmal rum. Ah. Zumindest sind wir jetzt in eine Position, wo wir wieder gerade kommen. So. Und jetzt aber gib ihm Mäusekin! Was ist das? Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Nee, ich will es nicht überspringen, weil ich bin gerade sehr, sehr gut dabei. Ja, noch ein paar Meter. Sehr schön. Jetzt einmal hier nochmal gegenlenken. Einmal gerade ausrichten. Ah, ah, ah. Alles gut, alles gut. Alles im Griff. Okay, ich gebe Gas. Tschüss, Chef. Oh. Verspätet. Naja, ein bisschen. Aber wir haben trotzdem gut Geld bekommen. So. Und bitte fortfahren. Aktuelle Aufträge der Firma. Oh, da können wir uns mal gleich mal umgucken, wenn wir gleich sowieso gleich hier sind. Holz nach Kiel. Oh, wollen wir nach Kiel bringen? Dortmund ist ein bisschen sehr weit. Komm, wir bringen mal nach Kiel, weil Kiel ist hier wirklich eigentlich schon fast um die Ecke. Aber wir nehmen den hier. Wir nehmen den. So, Auftrag annehmen. Der Auflieger steht bereit. Wo? Ach, hier. Warum auch jetzt immer der Scheibenwischer an ist? Ich weiß das auch nicht. So. Den kriegen wir gleich aus. Der war hier irgendwo von der Taste gewesen. So. Oh. Komm. Jetzt noch mal. Ja. Und Tee haben wir. Auf geht's. Auf nach Kiel. 176 Kilometer. 2 Stunden 50 Minuten. Okay. Oh, ich liebe dieses lange Teil, wa? Ist ein Kolass, den du mit dir in den Schlips. Hier wollen wir nicht abbiegen. Wir werden da vorne einfach mal abbiegen bei der Ampel. So, wenn ich ein bisschen auf die Bremse drücke. Ja, aber ein bisschen auf die Bremse drücken. Ja, okay, gut. Ja, man muss es halt versuchen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu finden. So. Ja, ein bisschen mehr Schwung holen. Gut. Kiel, Mensch, ey, da war ich ja auch schon mal gewesen. Also Hamburg war ich auch gewesen, ist aber auch schon länger her, da war kleiner Knubs gewesen. In Rostock war ich von den ganzen oberen Regionen im Norden, war ich als letztes gewesen. Kiel würde ich ehrlich gesagt auch nochmal gerne so kennenlernen, war, aber Kiel war problematisch gewesen, ich war auf der Kieler Woche. Kieler Woche waren sie alle ein bisschen sehr betrunken gewesen und das war merkwürdig gewesen, eine komplette Stadt fast betrunken zu erleben. Aber gut, wie dem auch sei.
Wo würdet ihr eigentlich mal gerne hingehen wollen? Jetzt mal jetzt innerhalb von Deutschland, in welcher Stadt würdet ihr mal gerne hingehen? Ja, gerade jetzt auch mal als Vorschlag noch Dortmund gehabt. Dortmund war ich auch, aber auch nur als kleiner Knirps. So, ach, scheiße, egal. Ja, ja. Ich dachte, ich schaffe das noch. Ich dachte, ja, Gelbphasen sind vielleicht ein bisschen länger. Aber abbremsen wäre dann auch Quatsch gewesen. Ich merke, also ich war wirklich bei vielen, vielen Städten. Also Rostock, wie gesagt, ist ungefähr 2,5, 3 Jahre hier. Aber ansonsten die ganzen anderen Städte, muss ich echt mal sagen. Ein bisschen schneller unterwegs hier. Da muss ich wirklich mal sagen, ey, da war ich einfach zu klein gewesen. Ihr müsst ich echt nochmal mir mal anschauen, wa? Ah, der bremst aber eklig abrupt. Was haben wir jetzt hier eingestellt? Ah, wir haben grün. Wir können trotzdem mal ganz, ganz kurz hier auf die Steuerung nämlich gehen. Tut mir echt leid. Steuerung, 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 Steuerung. Getriebe, Lenkachse, Beschleunigung, alles gut. Bremsachse, Reaktionsschwelle. Wie war denn das hier gewesen, ey? Ich weiß das auch nicht mehr. Bremse, ansonsten war hier eigentlich nicht mehr viel gewesen, wa? Ah ja, ist halt immer ein bisschen lustig. Also tippen geht so einigermaßen. Ist halt nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Ich möchte halt wirklich so einen schönen Schleifpunkt finden, wo ich dann so ein bisschen bremse und es auch sukzessive runtergeht. Wenn ich aber jetzt hier wirklich nur ein bisschen drücke. Ah, es geht so einigermaßen. Na, müssen wir mal gucken. Jetzt ist schon mal ein bisschen besser. Ist jetzt halt nicht mehr ganz so fest. Man muss dann, wenn schon mal ein bisschen mehr raufdrücken. Schärmen wir uns mal hier ein, hinten kommt nichts. Und dann nur noch Richtung Kiel. Vielleicht mal versuchen, heute ohne Strafe noch zu bleiben. Wir haben jetzt richtig viel reingebuttert. Wegen Blitzer und zu schnelles Fahren. Unfall hatten wir, glaube ich, auch gehabt. Stimmt. Da habe ich dann die von der linken auf die rechte Spur wechseln wollen. Und toter Winkel, konnte ich nichts sehen. Okay, man sieht auch natürlich nichts an toten Winkel. Opa, Entschuldigung, wenn man natürlich nicht in den Spiegel generell reinguckt oder nicht mal sich nach rechts umschaut. Bei 80 km/h werden wir aber auch mal jetzt hier den Tempomat einschalten. Ah, es ist idyllisch. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Was soll denn das sein? Ach, das ist Hamburg! Hamburg, meine Perle! Schön! Geradeaus? Nein! Doch! Können wir auch lang. Wir müssen sehr schnell unterwegs hier. Rein in den Tunnel. Was ist das? Oh, was sind das hier für Spuren eigentlich? Warum gehen es auch rechts lang? Da kommen wir. Ja, da kommen wir mit dem wieder zusammen. So, irgendwo rechts abbiegen? Ne, müssen wir nicht. Das ist sowieso gesperrt für uns. Okay, wahrscheinlich rechts war wahrscheinlich eher so ein bisschen für LKWs gewesen, wa? Gut, der Tempomat ist dringend. Ich rauche jetzt mit euch doch ganz gemütlich ein so richtiges Trucker-Leben. Wir können ja mal gemeinsam einfach gucken, ob ich natürlich auch mal wenigstens mein Cockpit mal wenigstens ein wenig verbessere. Ab wann ist das denn möglich? Beim letzten Mal hat es irgendwie nicht ganz so geklappt, da habe ich jetzt nicht so die Möglichkeiten gehabt. Ab wann ist es denn möglich hier, oder wann wäre es sinnvoll, wirklich viel zu verbessern? So, Polizei. Wo man jetzt sagt, ist ja weiß am Anfang, du hast nicht genug freigeschaltet, nicht genug Geld. Macht es überhaupt Sinn jetzt hier, sich ein bisschen auszutoben, oder sollte man da einfach ein bisschen warten? Weil die Steuerung ist halt ein bisschen groß, weil noch nicht allzu viel da ist. Wie ist es denn dort? Mein Name ist Trucker Klaus.
und ich fahre jetzt nach Haus zu meiner Maus in Kiel. Oh yeah. Ja, der Udo Lindenberg der Neuzeit. So, das heißt, passt eigentlich auch ganz gut. Wir dürften ja sogar nach 0 Uhr da ankommen. Und fast mit 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Ich guck mal kurz. Ich wollte gerade sagen, ich guck mal kurz nach. Hier. Erst in 4 Stunden sollen wir, also wir haben eine Restzeit von knapp 4 Stunden. Bis dahin sollten wir spätestens, aber allerspätestens da sein. Oh, warte mal, Wollte mich gerade sagen, ich glaube, wir müssen nämlich jetzt hier runter. Wo kann ich hier runter? Kann ich hier runter? Hallöchen, Tut mir leid, aber ich muss, ehrlich gesagt, hier runter. Kann ich hier langfahren? Darf ich hier langfahren? Ist es in Ordnung, ja? Also, ich frag nur, ich will jetzt hier keinen Ärger kriegen von Ihnen. Ich fahr jetzt hier einfach durch, okay? Ist gesperrt wegen mir? Was ist denn hier der Grund, Herr Officer? Okay, sagen Sie mir nicht, alles klar. Wir haben einfach Gas. Aber ich muss hier runter. Na, ja, aber guck mal, die Straße komplett für mich allein. Ist ja auch geil. Ist eigentlich gar nicht erlaubt, oder? Ich hätte eigentlich normalerweise bestimmt weiterfahren sollen und dann über irgendeinen Umweg dann erst rein nach Kiel. Aber egal. Schön ist, habe ich wirklich die komplette Autobahn für mich alleine. Ist dann wirklich so, guck mal. Ein Kieler West komplett für mich alleine hier. Schön. Atmosphärisch finde ich es ja auch einfach toll, war diese Gegebenheiten, diese Umgebung und so, dass sich ja trotzdem alles so ein bisschen ändert und nicht überall gleich ausschaut. Bin mal gespannt, wie es natürlich da Richtung Bayern, so ein bisschen in den Alpen, bei den Bergen sich da so ein bisschen macht, wie das ausschaut. So, was haben wir hier? Oh, Unfall? Deswegen wurde wahrscheinlich abgesperrt, war. Oh, ist da ein Helikopter? Da ist ein Helikopter! Komm ich da jetzt irgendwie vorbei? Vorsichtig, die Rotorblätter, Vorsicht! Die Rotorblätter, Vorsicht! Das ist heiße Ware, das ist Blumenkohl. Oh, die Rotorblätter. Vorsicht. Ganz knapp. Ganz enges Pflaster. Hallöchen. Jetzt weiß ich auch, womit hier abgesperrt war. So. Geschafft. Krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gut gemacht ist, dass sie halt natürlich die Ausfahrt gesperrt haben. Und hier hättest du bestimmt wieder rauffahren können. Die Ausfahrt gesperrt haben, weil hier vorne ein Unfall passiert ist mit Hubschrauber. Nein, jetzt habe ich schon wieder Scheibenwischer gemacht. So, vorne rechts und dann, ja, sind wir eigentlich so gut wie da, eigentlich nur noch 16 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. So,
langsam abbremsen, nicht so allzu abrupt. Ja, das geht einigermaßen. So. Schön die Ampelphase erwischt. Zack, einmal rum, wie gekonnt. Und ja, liebe Leute, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Dann ist es leider auch schon wieder so weit, wa? Dann haben wir auch schon die Zeit jetzt geschafft. Wir sind jetzt bei ungefähr 45 Minuten. Und dann machen wir hier auch Feierabend. Fahren jetzt die Ware nur bis nach Kiel rein. Kiel ist hier sehr klein gehalten. Das ist hier wirklich nur ein kleines Fleckchen. Das ist ja gemein, ey. Also Kiel ist jetzt hier wirklich nicht groß. Und ja, dann laden wir es da ab. Und dann machen wir Feierabend. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Auch ein bisschen zeitiger. Jetzt war ja wirklich ein bisschen länger Pause gewesen. Für mich beziehungsweise schon ein bisschen. Und dann werde ich auch bei Zeiten die Folgen machen. Für all diejenigen, wann und wie denn Videos kommen. Ich werde so alle 2-3 Tage Videos veröffentlichen. Also wenn auf dem Montag Videos kommen, dann vielleicht wieder auf dem Mittwoch, Freitag und vielleicht Sonntag. Oder auf dem Donnerstag und auf dem Sonntag. Und dafür mehr Videos. Also dreimal bis viermal die Woche könnt ihr euch auf einen Videotag freuen. Und naja. Ah, er hat nicht gemeckert. Ha! Hier rein. Ah. Puh. War das wieder sehr professionell von mir gewesen. Ey, es tut mir leid. Es wird in der nächsten Folge wesentlich besser. Dann ist der Tocker Klaus wieder besser gelaunt. Also ich bin gut gelaunt, aber irgendwie jetzt ein bisschen verhuscht. Man merkt die Müdigkeit mir an. Nach 3 Uhr morgens aufstehen und ich hab's jetzt 19 Uhr auf meiner Uhr. Von daher, ja. Zack, abgeben. Nee, sorry, ich bin gerade voll in Eile. Ich muss was essen gehen. Und was essen werde ich mir jetzt machen. Ich hab nämlich richtig dollen Hunger. So, Geld gab's ein bisschen. Heute haben wir ein bisschen was verdient, war da auch schön gewesen. Und Fähigkeitspunkt haben wir auch einbekommen. Also hier auf Anwenden. Dann können wir uns ja ganz fix hier neue Aufrüstungsteile verfügbar. So, jetzt weiß ich aber nicht, was das hier sein soll. Reifen, achso, Reifenvorderachse, okay. Und ich wollte eigentlich in Sachen Cockpit ein bisschen was machen. Wo kann ich denn das machen? Ich hatte es mal gehabt. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Fahrzeug. War es Fahrzeugbrowser gewesen? Ah, hier war es gewesen. Glaube ich, so mein. Boah, kann ich den hier komplett umgestalten? So, Standard UK, alles klar, das ist der Standard. Exklusiv, Exklusiv UK, wir sind ja hier richtig dolle. Oh, genau, hier können wir was machen. Ah, hier war das, glaube ich, gewesen, wa? Hier konntest du, glaube ich, so ein paar Sachen reinbasteln, dass du hier zum Beispiel hier dein Nummernschild machen kannst. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Emblem, konnten wir auch ein Emblem machen? Ach, Lenkrad hier. Ah, so ein Knauf. Wie geil ist das denn? Carbon. Oh. Na gut, so viele Carbon-Teile brauchen wir jetzt hier nicht. Hier können wir auch noch. Also, wir können, haben nicht allzu viel. Was ist das hier? Arrow? Keine Ahnung. Spiegel? Beifahrerschild. Achso, ist einfach nur ein Beifahrerschild. So, vielleicht können wir einen Schlafplatz mal hier müssen. Wieder den Punkt am LKW. Achso, habe ich auch gar nicht ausgewählt. Ein Kissen. Na, wie süß ist das denn? Nehmen wir doch. Kein Treffer. Ist ja auch klar, wenn man. Es ist nur das eine Kissen hier. Das ist ja auch ein bisschen schade. Aber okay. Getriebe. Gut. Dann. Verlassen. Haben wir jetzt da so ein Kissen drin? Sieht man das von da aus? Müssen wir mal ganz kurz mal gucken. Ein Kissen ist hier nicht drin.
Okay, wenn ihr mir irgendwie Tipps geben könnt, wie ich hier zum Beispiel ein paar Sachen reinpacken kann, wie ein Handy, so eine Handyhalterung habe ich gesehen. Also, und auch Mods, aber gibt es denn auch hier direkt im Spiel, ohne Mods runterzuladen? Ansonsten muss halt immer sowas runterladen. Oder auch Zigarettenschachteln oder hier hinten auch die Schlafbereich irgendwie zu gestalten. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal hier beim Euro Truck Simulator 2 und dann auch mit einer wesentlich besseren Fahrt. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und wenn ihr Bock habt auf irgendeine Stadt, wo ich hinfahren soll, schreibt es mir auch mal gerne rein. Und tschüss. Ja, das war die Hupe gewesen. Au revoir, goodbye und auf Wiedersehen. Wir werden uns bald wiedersehen. Nur ein kurzer Augenblick. Mehr ist es nicht. Also sei dabei, schalt ein, wenn es wieder heißt. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.